Hallo aus dem schönen Obertauern. Ich wollte nur mal kurz festhalten, dass hier tatsächlich noch Schnee liegt und ich bin mit Sebislix unterwegs. Deswegen schmeiße ich mich jetzt schnell wieder ins Auto rein, weil es fängt gerade wirklich an zu schneien. Ich glaube es ja gar nicht. No joke, es fängt wirklich gerade an zu schneien. Ich muss mich echt wirklich beeilen, weil sobald hier ein bisschen Schnee auf den Straßen liegt, komme ich nicht mehr vorwärts heute. Sebislix sind immer so eine Sache. Die kleben zwar abgöttisch auf der Straße, wenn es trocken ist und entsprechende Temperatur. Schnee können sie gar nicht ab. Nässe, zumindest Regen, auch echt grenzwertig. Ja, ich habe jetzt schon 1600 Kilometer auf dieser Reise hinter mir. Ein paar Kilometer habe ich noch vor mir. GT3 RS, muss ich sagen, ist eigentlich ein super Reisewagen. Der Kofferraum ist eigentlich groß genug. Wenn da nicht alles reinpasst, hier hinten im Käfig jede Menge Platz. Na gut, das Einzige, was halt auf Dauer ein bisschen unbequem ist, sind die Schalensitze, weil man die halt einfach nicht die Lehne verstellen kann. Das wäre halt noch echt schön gewesen. Raststättenleben. Und mal wieder Kontrolle läuft. Es ist bloß ungewöhnlich, dass da mal eine Frau zu sehen am Steuer. Haben wir auch nicht so. Ja, die Zweier ist. So stark kommt. Da drüber kommt auch der Porsche 918 Spyder. Entschuldigung, ich habe das, was man noch halbwegs mit normalem Geld bezahlen kann. Ciao. Immer wieder nett, diese Zollbeamten. So, das ist jetzt der Punkt, wo die Semis so gerade an ihre Grenzen kommen. Wenn nämlich das Wasser auf der Straße steht, wenn es halt wirklich so viel regnet wie jetzt hier. Das wird wahrscheinlich jetzt so ein kleiner Schauer sein, das wird gleich hoffentlich aufhören. 20 Minuten später. 6 Stunden später. So, ich bin angekommen in München und wie ihr sehen könnt, steht hier ein wunderbares Line-up. Porsche GT3 RS mit Weißachpaket, mein Porsche GT3 RS und der Porsche 991.2 GT3 vom Moji. Ihr habt übrigens alle kommentiert, dass wir mal ein Video zusammen machen sollen. Er traut sich heute nicht für die Kamera, aber hat sein Auto hier hingestellt. Dementsprechend können wir direkt mal einen Vergleich anstellen zwischen GT3, GT3 RS und GT3 RS mit Weißachpaket. Fangen wir einmal an mit dem, wie ich finde, schönsten von allen dreien, dem 991.2 GT3 RS mit Weißachpaket. Übrigens, ich blende den Instagram-Kanal ein von Born to Drive, so heißt der Besitzer des Fahrzeuges. Und genau, Weißachpaket, was ist das eigentlich? Das hatte ich schon mal in einem Video angeschlagen. Wie man zum Beispiel hier erkennen kann, hat er die Haube hier aus Carbon. Beim GT3 RS ohne Weißachpaket ist die Haube eigentlich auch aus Carbon, aber der hat halt eben kein Sichtcarbon, das heißt obendrauf lackiert. Hier seht ihr übrigens, dass der GT3 keine Carbonhaube hat. Genauso sieht es aus hier mit dem Dach und auch mit diesem wunderschönen Heckflügel hier. Sieht echt richtig, richtig schön aus. Carbon macht schon super viel aus. Was noch hinzukommen würde beim Weißachpaket wären die Magnesiumfelgen. Die hat er jetzt hier allerdings nicht drauf. Ich glaube, die kosten neu irgendwie 20.000 um den Dreheinsatz. Ja, dann auch noch ein Unterschied im Interieur ist einmal hier der Käfig. Hier sehen wir den Titankäfig. Daran erkennt man das Weißachpaket auch und natürlich an den Stitchings hier in der Kopfstütze. Der Käfig ist so titanfarben, so grau-silber. Und beim normalen, also ohne Weißach, ist der dann halt eben schwarz. Unterschied natürlich auch vom GT3 RS zum GT3 sind unter anderem nicht nur die optischen Aspekte, sondern auch die Leistung. Der GT3 RS hat 520 PS. Und der GT3 500, da tut sich natürlich nicht so viel und die 20 PS mehr merkt man am Ende auch gar nicht so. Aber so ein GT3 RS hat natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Abtrieb durch den größeren Heckspoiler, durch die ganzen Luftein- und Auslässe, die natürlich auch hier noch vorhanden sind. Ich zeige euch das auch gerade mal hier. Hier kann man das sehr gut sehen. Einmal die Frontschürze. Sieht auf den ersten Blick gleich aus, aber hier kommt die Lippe natürlich noch wesentlich mehr hervor. Die ist wesentlich größer als die vom GT3. Ist praktischer beim GT3, weil man damit dann doch nicht überall aufsetzt. Ja, in der Regel haben die auch alle Liftsysteme, meiner ja auch. Aber man merkt schon noch diesen Unterschied, wenn die Lippe ein bisschen mehr hervorkommt als beim GT3. Ja, als nächstes kann man vielleicht auch erkennen, dass er hier diese Lufteinlässe auf der Haube, jetzt hätte ich schon fast wieder Motorhaube gesagt, auf der Haube hat, die hat der GT3 nicht. Und auch hier nochmal die Luftauslässe am Kotflügel. Hier kann man übrigens sehr schön sehen, Nachteil daran, der ganze Dreck wird natürlich von den Rädern hier schön auf den Lack geschleudert. Das hat der GT3, dieses Problem dann eben auch nicht. Auch hier von der Seite unten die Schwellerlippe steht auch hier nochmal ein bisschen hervor und
Dann gehen wir mal weiter. Hier auch nochmal ein großer Lufteinlass. Hier nicht. Wo wir schon mal hier an der Haube stehen, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Und zwar Gewichtsersparnis-Emblem. Wie man hier sieht, hier sitzt ein echtes Emblem drauf. Jetzt switchen wir mal rüber zu meinem sehr dreckigen GT3 RS. Und hier sieht man, das Emblem ist nur geklebt und das ist tatsächlich Serie beim GT3 RS. Das hat der hier auch. Das soll ein Gewichtsersparnis bringen von, ich habe keine Ahnung, wie viel Gramm, ob das am Ende irgendwas bringt. Kommt ja auch immer drauf an, was der Fahrer am Ende gegessen hat. Dann hat man die paar Gramm auch schon wieder drauf. Übrigens, Weissach-Paket soll ungefähr ein Gewichtsersparnis bringen zum normalen von um die 30 Kilo. Ja, ich glaube, das wohl auffälligste Teil oder der auffälligste Unterschied ist der Heckflügel, der natürlich beim GT3 RS wesentlich größer ist. Hat auch einen Vorteil, nicht nur, weil es einfach geiler aussieht, meiner Meinung nach, und natürlich nochmal mehr Abtrieb bringt, sondern wenn man durch den Rückspiegel schaut, kann man hier wenigstens unten drunter her sehen, der Heckflügel hier vom GT3 ist niedriger. Und er ist genau im Sichtfeld vom Rückspiegel und versperrt einen die Sicht. Das heißt, man kann eigentlich fast gar nichts durch den Rückspiegel sehen. Ich zeige euch das mal. So sieht die Sicht durch den Rückspiegel vom GT3 aus. Und das ist die Sicht vom GT3 RS Rückspiegel. Es gibt auch noch ein paar Unterschiede im Interieur. Jetzt mal komplett die Ausstattung weggelassen. Ja, hier hat ein bisschen mehr Alcantara drin als ich. Gewichtsersparnis auch hier beim GT3 RS sieht man hier vor allem an den Türen. Ich muss mal aufpassen, dass ich die hier nicht gegeneinander haue. Der GT3 RS hat keinen Türgriff, sondern eine Schlaufe und hier ein Netz. Und wenn wir jetzt mal rüber switchen zum GT3, dann sieht man, hier ist ein richtiger Türgriff und anstelle des Netzes hier so eine Klappe. Der hier hat übrigens genau wie meiner die Vollschalensitze drin. Die erkennt man daran, dass sie aus Carbon sind und nicht in der Lehne verstellbar sind. Die sind nur höhenverstellbar, das macht man hier, und vor und zurück. Es gibt alternativ noch die Klappschalensitze, die sind aber nicht deutlich bequemer, denn auch die kann man eigentlich nicht in der Lehne im Winkel verstellen, sondern die haben dann hier noch eine Schlaufe, womit man die nach vorne klappen kann, um nach hinten irgendwie noch was einzuladen. Aber vom Sitzwinkel her kann man die dann leider auch nicht nach hinten lehnen. Deswegen ja, macht es eigentlich keinen großen Unterschied. So, und da wir ja jetzt hier drei unterschiedliche Modelle stehen haben, die auch alle unterschiedlich ausgestattet sind, würde ich sagen, eine wichtige Sache fehlt noch. Und zwar der Soundcheck. Einmal GT3 RS ohne OPF gegen GT3 RS mit OPF und natürlich gegen den GT3 ohne OPF. Let's go! Ohne OPF. Also ich muss sagen, der Soundcheck hat mich doch ganz schön überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass der GT3 RS mit OPF trotzdem noch so laut klingt. Also der Unterschied, es ist auf der Kamera immer schwierig rüberzubringen, aber der Unterschied, der war wirklich kaum hörbar. So viel Einbußen hat man gar nicht tatsächlich, wenn man den Wagen mit OPF hat, weil ich habe direkt dahinter gesessen und ich habe wirklich keinen deutlichen Unterschied gehört. So, liebe Leute, schreibt gerne in die Kommentare, welcher von diesen dreien, jetzt mal unabhängig von der Farbe würde ich sagen, gewinnt ganz klar der hier, aber welcher von den dreien wäre euer Favorit? Porsche 991.2 GT3, 991.2 GT3 RS und 991.2 GT3 RS mit Weissach-Paket. Ich muss auch dazu sagen, auch der GT3, auch wenn er ein bisschen harmloser gegen den GT3 RS aussieht, ist ein absolut geniales Auto. Fahrtechnisch merkt man nicht viel Unterschied. Den Unterschied merkt man am Ende erst, wenn man wirklich irgendwie auf der Nordschleife oder so auf Zeiten fahren würde. Aber ansonsten, wer GT3 kauft, ist auch damit wirklich absolut super bedient.
Vielen, vielen Dank an die beiden Jungs, Moji und Born to Drive. Ich verlinke sie hier unten auch nochmal. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video auch wieder am Start. Und vergesst natürlich nicht, wenn ihr das noch nicht getan habt, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.